Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon Diamant. In der letzten Folge haben wir die Arenaleiterin innerhalb von Sekunden komplett zerstört. Die wusste überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Und in dieser Folge werden wir uns ein Fahrrad holen, weil wir uns das verdient haben. So, man gönnt sich ja sonst nichts, gell? Schauen wir mal. Oh Gott, sehen die süß aus. Oh. Der Manager ist vorhin zum Gebäude von Team Galactic gegangen. Aber er ist noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Ach so, können wir uns gar kein Fahrrad kaufen. Ja, super. Na okay, dann warten wir halt hier einfach. Ah, ich kann mich nicht hinsetzen. Ja, und dann warten wir halt hier einfach. Okay, ich habe genug gewartet. Ich hol den jetzt. Ist mir zu blöd. Aber mit euch hatte ich allen schon geredet. Ja, ich glaube schon. Seit Team Galactic das Gebäude errichtet hat, ist hier alles ziemlich angespannt. Man weiß ja nicht mal, was die überhaupt treiben. I see. Ja, ich will genau auch nicht mehr das, was es früher mal war. Oh. Wohnanlage. Namensbewertung möglich. Ach, kann ich hier meine Pokémon umbenennen? Ja, das will ich ja nicht. Meine Namen sind ja alle gut. Entschuldigung, hast du ein Pokémon namens Barmelin? Willst du es nicht gegen meinen Plaudergeil tauschen? Ich will sowas. Von. Aber nicht jetzt. Wobei, doch, ich hol's und tausche. Ha, ich bin der Hausverwalter und ich halte hier 24 Stunden am Tag hier wachsam die Augen offen. Ich brauche keinen Schlaf. Und eigentlich bin ich 120 Jahre alt, aber ich sehe schon zerfaltet aus, weil ich keinen Schlaf halt kriege. Blablabla. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewahrer. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon werten? Nein. Komm wieder, wenn du es dir anders überlegst. Meine Pokémon haben alle wundervolle Namen. Unsere Arena-Leiterin Silvana geht manchmal in den ewigen Wald. Ich frage mich, was sie dort macht. Sie fängt sich Pokémon. Diese TMs habe ich jetzt schon so lange. Ehrlich gesagt brauche ich sie nicht mehr. Hier, hoffentlich kannst du mehr damit anfangen als ich. Wir halten die TM 67. Yay. Okay. Leute wie ich haben eine Vergangenheit, auf die sie zurückblicken können. Ihr jungen Leute könnt euch dafür auf die Zukunft freuen. Da hast du recht. Das hast du schön gesagt. Hier gibt es irgendwie keine Betten, aber okay. In den Untergrundhöhlen liegen schimmernde Steine auf dem Boden herum. Aha. Ich habe viele Sticker gesammelt, mit denen ich nun meine Pokebälle beklebe. Bald kann ich mich der Herausforderung der Superwettbewerbsshow in Herzhofen stellen. Aha. Arena-Orden sammeln, Wettbewerbe gewinnen. Es gibt viele verschiedene Wege, um ein Sieger zu sein. Ich hoffe, du findest etwas, worin du der strahlende Gewinner sein kannst. Das ist der Hammer. Ich habe ein Like für meine Geheimbasis erhalten. Oh je, es gibt eine Facebook-mäßige Like-Funktion für die Geheimbasen. Oh nein. Oh nö. Das vermiest du mir jetzt gerade ein bisschen. Wir wissen noch gar nicht, was das ist, aber ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Mhm. Na okay. Was haben wir denn sonst noch so? Schauen wir mal. Hallo du. Puh, im ewigen Wald habe ich ganz schön in der Klemme gesteckt. Von jetzt an nehme ich immer und überall ein Fluchtseil mit, das ist sicher. Ja. Du hast da Probleme mit deinen Gesteins-Pokémon, das stimmt. Je mehr Orden du sammelst, desto mehr Items haben die Pokémon-Supermärkte für dich im Angebot. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Heilbankdrang, so. Ihr habt genau denselben Scheiß im Angebot. Du hast sogar weniger als die anderen Läden. Oh mein fucking Gott. Große Stadt und hat nichts zu verkaufen. Was ist los mit euch, ey? Mein Freund sagt, ah ja, genau das, bla bla bla. Die sehen so cool aus, deswegen haben die das nicht gemacht. Ja, ja. Das Untergrundhaus machen wir jetzt nicht. Hast unser Gebäude schon gesehen? Wir von Team Galactic sind so stinkreich, dass wir sowas bauen können, wann immer wir wollen. Weil ihr Pokémon klaut, ihr Wichser. Das haben wir schon mitgekriegt, ja, ja. Auf zu den Fossilien. Ich arbeite im Bergbaumuseum in Erzelingen. Der Untergrundmann hat mir Tipps dazu gegeben, wie man Fossilien ausgraben kann. Und bevor ich loslege, werde ich auch dir den Tipp geben. Beim Graben stößt du manchmal auf dunkle Steine. Die sind sehr hart. Wenn du zu oft auf sie einschlägst, bricht die Wand zusammen. Merk dir das, dann kommst du mit dem Sammeln von Fossilien rasch voran. Die Untergrundhöhlen sind unfassbar weitläufig. Alles zu erkunden macht echt Spaß. Ich war der Erste, der in den Untergrundhöhlen gegraben hat. Deshalb nennt man mich auch den Untergrundmann. Ich weiß meinen Vornamen nicht mehr und meinen Nachnamen auch nicht. Aber ich glaube, mein Nachname war Mann und mein Vorname Untergrund oder so. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe ein Geschenk für dich. Nutze es weise. Wir erhalten das Erkundungsset. Nice.
Wir verstauen es in der Basis-Item-Tasche. Verwende das Erkundungsset, das du in der Basis-Item-Tasche deines Beutels finden kannst, um dich in Untergrundhöhlen zu begeben. Ja. Ach ja, ich kann dir beibringen, wie du eine exzellente Höhlenforscherin wirst. Und bist du interessiert? Na klar. Lass uns am besten gleich aufbrechen. Es ist ganz leicht, die Untergrundhöhlen zu betreten. Verwende einfach dein Erkundungsset. Allerdings musst du dazu draußen sein. In Häusern oder Höhlen klappt das nicht. Jetzt ab mit dir. Ich darf nicht mal mehr selber. Und sie markieren auch noch meinen Schlüssel als gelesen. Yo. Oh, hi Marcia. Bist du etwa das erste Mal hier? Voll geil, willkommen in den Untergrundhöhlen. Diese Höhlen bilden ein riesiges Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie, was ich hier mache, fragst du? Wie erkläre ich dir das am besten? Du kannst hier also unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Du kannst unter anderem nach Schätzen graben oder eine Geheimbasis errichten. Genau das erfährst du vom Untergrundmann im Ewigenau. Wenn du zurück an die Oberfläche willst, drück einfach Y. Ich muss jetzt los, man sieht sich. Tschüss! Mhm. Ja. Okay. Viel ist hier nicht los. Ach, das sieht man gar nicht. Die glitzern gar nicht mehr. An der Wand ist ein kleiner Vorsprung. Möchtest du dort graben? Na klar. Lass mal graben. Mal gucken, was wir finden. Oben im Erkundungsset befindet sich eine Notiz. Nach Schätzen graben. In deinem Erkundungsset findest du einen kleinen Vorschlaghammer und eine Spitzhacke. Mit diesen Werkzeugen kannst du Wadeschätze aus den Wänden holen. Aber achte darauf, alles auszugraben, bevor die Wand einstürzt. Du schaffst es. Viel Glück, Trainer. Es wurden zwei Objekte gefunden. Lustigerweise wissen wir schon, was es ist. Also, ne, wir wissen schon, was es ist und wo es ist, aber, ne. Da ist schon mal nix. Auch nix. Warte. Oh. Haben wir den ersten? Nix. Da ist der zweite. Easy. Alles gefunden. Wir haben zwei so Sphären-Dinger gefunden. Na, guck. Purposphäre L und eine Indigosphäre L. Passt. So macht man halt jetzt weiter. Was haben wir denn hier überhaupt? Oh. Ich kann gegen dich kämpfen. Oh, das ist ja nice. Ein Gastrodon. Das ist die Entwicklung von den Schalellos. Oha. 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 4 Level über mir. Oha. Und die Arena sieht hier einfach mal viel besser aus als alle anderen. Wow. Alter. What? Holy fucking shit. Okay. Eventuell sollte ich das hier nicht auf die leichte Haut nehmen. Ah, die sind, glaube ich, Boden. Die sind Boden. Ich kann hier kein Elektro einsetzen. Scheiße, ey. Oha. Oha. Ich sollte aufpassen, dass ich die Viecher nicht mehr berühre. Die sind ein bisschen krass drauf irgendwie. Yo, das Viech ist einfach ein Monster. Das Viech ist einfach ein Monster, aber ich werde dich fangen. Ich werde dich fangen. Du wirst meiner sein, Gustav. So, okay. Gähner, oh, das ist ja freundlich von dir. Dann ein Ruckzuck-Hieb noch. Jawohl. Und jetzt fliegen die Pokebälle, bis du meins bist. Ja, Gustav? Ob du willst oder nicht. Fangen wir gleich mal weitere Pokémon. Sehr cool. Diese Höhlen sind übrigens neu. Was? Was? Oh, fuck. Es hat eine Antikraft.
das Böse. Dieses Viech ist ganz schön bufft. Du bist ganz schön bufft. Aber so einfach gewinnst du hier nicht. Du scheinst keine Wasserattacke zu haben und damit kann Kleinstein schön tanken. Sie fliegen. Passt. Passt, wir haben das Gastrodon gefangen. Nice, so muss das. Alter, WTF, yo, richtig Punkte. Dampfwalzen willst du werden, na klar. Anwender walzt den Boden platt und greift dabei allen Pokémon im Umkreis. Die Initiativen aller betroffenen Pokémon sinkt. Ja, Sandsturm ist jetzt nicht so wichtig. Finde ich. Mehr Angriff. Das Viech ist so stark. Peter erreicht Level 24. Gut gemacht. Angeberei. Nein. Beate erreicht Level 15. Jawohl. Oh. Oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet, aber Beate entwickelt sich. Jawohl. Oh mein fucking Gott, haben sie das Modell von Bidifas verkackt. Ach du Scheiße, sieht Bidifas scheiße aus in dem Game. Armes Bidifas. Dieser fleißige Arbeiter staut Flüsse mit Hilfe von Dämmen aus Baumstämmen und Schlamm, um sich ein Nest zu bauen. Jawohl. Beate möchte Aquaknarre lernen, na klar. Tackle kann weg. Jawohl. Sehr schön. Gastrodon wurde auch gefangen. Sein biegsamer Körper enthält keinen einzigen Knochen. Wird ein Körperteil abgetrennt, wächst er sofort nach. Ach schön, das Seeschnecken-Pokémon. Ja, natürlich möchte ich das. Gustav, willkommen im Team. Ab in eine PC-Box. Nein. Oh, fuck. Ich bin tot. Scheiße. Okay, die jagen einen, wenn sie einen sehen. Gut zu wissen. Ein Wablu haben wir gefunden. Siebenundzwanzig! Ein Steinwurf. Entweder überlebst du es oder nicht. Yo. Wir sind halt einfach mal underlevelt. Es ist krass. Wir sind einfach fucking underlevelt. Es ist krass. Nein! Okay, noch ein Pokéball. Es erhöht seine Initiative. Das ist nicht weiter schlimm. Ich krieg dich, Wablu. Ich kriege dich. Was? Yo, es hat einfach fucking Feuer-Odem. Es hat fucking Feuer-Odem. Oh, oh. Komm schon, Wablu, bleib drin. Ich will dich haben. Nein! Mach, mach, es ist in Ordnung. Mach weiter. Ihr solltet diese Höhle möglichst bald verlassen. Wablu, ich werde dich fangen. Ich habe genug Pokebälle. Oh Mann. Beziehungsweise, wenn du Kevin tötest, habe ich andere Pokémon, die dich noch ein bisschen weiter schwächen können, ohne dich zu töten. Okay, Wablu, du möchtest weiter geschwächt werden, bevor ich dich fangen darf. Ich mache das. Ist kein Problem. Kein Problem, ich werde dich fangen. Das ist so lächerlich, mein stärkstes Pokémon ist einfach ein Gastrodon, das ich gefangen habe. Ja, viel Spaß mit deinem Kanon. Jetzt kann ich dich weiter schwächen. Gut, Peter, Grüße gehen raus. Gib ihm einen Bitch-Slap. Gib ihm einen Bitch-Slap. Patsch! Oh, oh, ist das eine... Ist das eine... Okay, es ist keine Pflanzenattacke. Sehr gut.
So, nächster Bitch Slap. Jetzt bleibst du drin, ist das klar? Jetzt fliegen weitere Pokebälle und du gehörst mir. Ist das klar? Ist das klar, Wablu? Du gehörst mir. Sehr schön. Sehr schön. Es gibt hier krasse Pokémon, aber holy fucking shit. Holy fucking shit. Ich muss hier raus. Ja. Du bist männlich. Jetzt muss ich wieder googeln. Männliche Vornamen mit W. Wilhelm. Walter passt. Ja, Walter. Na, der, da hätte ich mich nicht dran erinnert. Walter ist gut. Erstmal eine PC-Box. Jetzt muss ich da irgendwie wieder rauskommen. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, hier ist nicht weiter. Hier ist nicht weiter was. Dann gehen wir lieber wieder. Und damit meine ich jetzt ab nach draußen. Interesting. Sie haben die Karte auch komplett überarbeitet, soweit ich das sehe. Und hier gibt es irgendwelche komischen 0 von 40, was ich nicht ganz verstehe, aber okay. An die Oberfläche, please. Ja, und bitte wieder an die Oberfläche. Wir haben jetzt zwei Pokémon gefangen, die einfach stärker sind als unser gesamtes Team. Wie ich sehe, bist du in den Untergrundhöhlen gewesen. Du hast mich gezwungen. Sehr gut, dafür kriegst du eine Belohnung. Wir erhalten eine Purpursphäre S. Ach schön. Und eine Ingridosphäre S und eine Jadesphäre S. In den Untergrundhöhlen tummeln sich Pokémon, die man hier oben nicht zu Gesicht bekommt. Begegnest du einem so einem seltenen Pokémon, steigt die Freude gleich ins Unermessliche. Deine tiefgründigen Abenteuer haben gerade erst begonnen. Komm jederzeit wieder vorbei, wenn du mehr erfahren willst. Danke. Drei meiner Pokémon sind tot, aber ich habe zwei neue Pokédex-Einträge. Das ist doch schön. Wie war's denn? Groß und leer, sagst du? Das liegt einfach daran, dass du in Sachen Höhlenforschung noch eine Anfängerin bist. Unter der Erde liegen an vielen Stellen Schätze vergraben, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Als nächstes möchte ich, dass du nach solchen Schätzen suchst. Begib dich zu den gelbfunkelnden Stellen, die dir dein Radar anzeigt, und suche dann mithilfe des A-Knopfs nach Schätzen. Oh, hast du schon gemacht. Ja, dann kriegst du gleich nochmal was. Einen Einwegborder. Aha. Grab in den Wänden und Untergrundhöhlen, um verborgene Dinge zu entdecken. Die Schätze, die du dort findest, werden automatisch in deinem Beutel verstaut. Findest du Edelsteine, sogenannte Sphären, kannst du die direkt in den Untergrundhöhlen gegen etwas anderes eintauschen. Welche Aufgabe ich dir als nächstes gebe? Oh, ich habe noch eine. Als nächstes zeige ich dir, wie du deine Geheimbasis einrichtest. Du brauchst dazu nur den Einwegbohrer, den ich dir vorhin gegeben habe. Damit kannst du deine eigene Geheimbasis in den Untergrundhöhlen errichten. Und zwar immer, wo immer du magst. Suche einen Ort, der dir gefällt, und errichte deine eigene Geheimbasis. Das ist deine nächste Aufgabe. Einwegborder klingt nach, ich kann ihn exakt einmal benutzen. Einmal. Ja. Ja, wenn ich ihn nur einmal benutzen kann, dann werde ich ihn jetzt nicht benutzen. Weil ich noch nicht weiß. Dafür muss ich den Untergrund erstmal erforschen. Ich weiß halt auch nicht, wo man die herkriegt, einfach so. Ob man die einfach so kriegt oder ob man die woanders herkriegen muss. So, Bidifass kann ich auf jeden Fall wieder in die Bank tun. Ja, bitte mach mal wieder fit. Ich hab ordentlich auf die Fresse. Mein Knospi ist ja so überrollt worden, ey. Heieiei. So, okay. Ja, ja, cool, danke. Wir hören uns bald wieder, klar. Wenn du meinst. Kevin soll sich entwickeln. Da werde ich Knospi erstmal hinten lassen. Lanas PC, jawohl. Was kann ich entwickeln? Ich glaube, deine Entwicklung dauert, glaube ich, lange und du hast auch außerdem ein ziemlich hohes Level. Mine könnte sich relativ früh entwickeln. Katja weiß ich nicht. Du brauchst ewig. Bei dir müsste ich auf Panikon hoffen. Das könnte ich versuchen. Das versuche ich. Ich hoffe auf dich. Ich hoffe darauf, dass du Panikon wirst. Das wäre cool. Gut, der Rest ist noch unentwickelt. Passt. 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 Panikon wäre cool. Dann könnte ich Pudox auch noch bekommen. Dann hätte ich gleich wieder weitere Pokémon. Na, immer schön entwickeln. So. Erstes Mal Zerschneider. Dieser Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Möchtest du Zerschneider einsetzen? Yes, please. Ein wildes Bidiza setzt Zerschneider ein, um dir zu helfen. Hauptsache erstmal alles kaputt gemacht. Okay, hier sind keine versteckten Items. Schade.
Ja, wir setzen auch hier Zerschneider an, please. Weil ich habe ja hier schon gesehen, hier gibt es die TM46 Raub. Oh, nice. Damit kann man Items von wilden Pokémon klauen. So. Dann machen wir hier weiter. Nix. Okay. Dann gehen wir mal hier rein und gucken mal, was Team Galactic uns zu sagen hat. Diese kleinen Penner. Team Galactic ist nicht an der Welt interessiert. Wir greifen nach den Sternen. Willkommen bei Team Galactic. Bist du auch hier, um uns deine Pokémon zu spenden? Was? Ach, dann geh bitte. Du willst doch nicht, dass dir das gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens, oder? Oh je, dann gehe ich lieber. Okay, ich wollte eigentlich nur noch mal schnell das Schild lesen. Galactic Gebäude von Ewigenau. Wir wollen deine Pokémon. Wow, freundlich. Wie freundlich sie auch fragen, ne? Ihr seid doch bestimmt Wachen, oder? Seid ihr? Jawohl, dann kann Kleinstein jetzt schön trainieren. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Wehe, du funkst uns dazwischen. Tut mir echt leid, aber Kinder können keine Mitglieder hier werden. Oh, schade. Ich habe mich so drauf gefreut. Könnt ihr nicht ein Auge zudrücken? Zwei Rüpel fordern mich heraus. Und sie schicken Wampel und Zubat. Ich habe ja solche Angst. Los, Kevin und Peter. Oh fuck, Peter ist vielleicht ein bisschen OP. Ja, okay, Kevin ist genauso OP. GG's. Bye, Wampel. Und weg mit dir. Schön. Ich bin überlegen, ob ich Waltraut vorne reinstelle, damit sie extra EP kriegt. Sich schneller entwickelt. Oh, oh, du bist ganz schön stark, hä? Aber ich bin auch stark. Tschüss, Zubat. Ein Volltreffer auch noch. Oh Mann, egal wer da jetzt rausspawnt, der kriegt halt einfach einen Walzer von einem Kleinstein voll in die Fresse. Level 23 bei Carmen ist gut. Charmian. Ja, das wird dir nicht viel helfen. Es wird vielleicht die Attacke überleben, aber es wird dir nicht viel helfen. Ein Panikon. Ach, wie süß. So, Kevin. Peter. Stimmt, Kevin kann ich nicht ändern. Kevin macht jetzt weiter mit seinem Walzer. Das Panikon räumen wir schnell aus dem Weg. Jupp. Dann gucken wir mal, was das Charmian so aushält. Aua. Unhöflich. Nein. Oh, wie schade. So. Viel Erfolg. Das ist brutal. Das ist Mord. Oh Mann, wie gemein. Wie gemein. Okay, Waltraud sollte damit das nächste Level erreichen. Jawohl. Kevin erreicht auch ein neues Level. Das ist auch schön. Waltraud auf Level 11. Jawohl. So, wir besiegen Rüpel. Schön. Ah, oh, prompt mischst du dich ein. War ja klar. Nee, aber du bist ja noch ein Kind. Wir gewinnen Geld. Na, okay. Oh? Komm schon, Panikon. Werd ein Panikon, Waltraud, ich glaube an dich. Ansonsten möchte ich nicht freilassen, glaube ich. Panikon, nice. Wir können dich zum Pudox weiterentwickeln. So muss das. Yo, damit haben wir mehr und mehr und mehr Pokédex-Einträge. In seinem Kokor ist es heiß, denn sämtliche Körperzellen produzieren in dessen Innerem Energie, so damit es sich entwickeln kann. Oha. Härtner. Ja, das ist hilfreich. Okay. Dann kann ich Panikon gleich da lassen, weil Level 12 entwickelt es sich, glaube ich, gleich zu Pudox und dann kann es wieder auf die Bank fliegen. Dann haben wir weitere Pokédex-Einträge. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Kann man das sehen? 32 haben wir mittlerweile. Na guck, und 47 gesehen. Aber von wahrscheinlich 200 oder so. Also da ist noch einiges zu erforschen. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Gell. So, okay. Zurück. 24, da können wir noch weitermachen. Ein oder zwei von euch kämpfen, glaube ich. Ah, ist leer. Schade. Aha. Ja, dann bekämpf mich mal, du Loser. Bekämpf mich mal, du Null. Ich will nur mein Georock und dann kann ich mein Georock nämlich auch schon auf die Bank wieder packen. Weil das ist eine Tauschentwicklung, dummerweise. Oh, das ist die denkbar ungünstigste Wahl für dich. Oh nein, der Arme. Guck mal, wie er schon bibbert.
Und bye bye. Komplett zerstört. Wir werden einfach keine Chance geben. Gar keiner. Sinn hat leider auch keine EP. Das ist halt schade. Zubat. Nee, der Kevin, der macht das schon. Oha, er ist schneller. Er ist schneller, oha. Hilft dir nur nicht viel. Zweimal Walzern vorbei ist. Der war Volltreffer, yo. Das Zubat ist Matsch. Kompletter Matsch. Okay, Waltraud, schon kurz vor der Entwicklung. Oh nein, ich habe verzagt. Bitte verzeih mir. Nein, ich verzeihe dir nicht. Du bist böse. Team Galaktik arbeitet hart daran, neue Energiequellen für die Zukunft zu finden. Das ist eine Frau. Mal schauen, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es geklaut. Mhm. Ich habe deine Ehre geklaut. Bam. Zerstört. Schalocco. Kann das was anderes als Härtner? Oder sind es einfach nur wieder kostenlose EP? Ich gehe von kostenlosen EP aus. Es ist so dumm. Es ist so, sie steht da. Bin ich jetzt dran? Es ist vorbei. Waltraud ist Level 12. Ach, guck. Jawohl, wir haben den Rubel besiegt. Oh, was? Was soll das denn? 900 Pokédollar. Jawohl, neuer Pokédex-Eintrag. Juhu! Es werden mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ditto! Pudox. Ditto, genau. Yo, wir haben jetzt einen Pudox und auch einen Eintrag dafür. Dieses nachtaktive Pokémon wird von den Lichtern der Stadt angezogen, wo es die Blätter der Bäume am Straßenrand frisst. Oh, wie süß. Mhm. Ja, Fadenschuss ist okay. Jawohl, wir haben Konfusion erlernt. Sehr schön. Windstoß, eieiei, na klar. Ja. Theoretisch wäre so ein Pudox auch mal eine Alternative, um es zu nutzen. Aber muss halt jetzt nicht sein. So. Gut. Wir erforschen, ob man die mysteriöse Kraft der Pokémon nutzen kann, um neue Energie zu schaffen. Eieiei, so viele Laptops, das ist Geld. Die haben Geld hier. Schon krass. Gut. Wir haben jetzt aber wieder einen Platz mehr. Was erstmal bedeutet, dass wir jetzt erstmal Pokémon wechseln können. Mein Heilen können wir auch, aber wichtig ist das jetzt nicht. So. Und das Kleinstein will sich auch nicht entwickeln, ne? Ich google das jetzt nicht, dass das sich erst auf Level 40 oder so entwickelt. Das wäre ungünstig. So, währenddessen... Kleinstein. 25. Okay. 25 ist gut. Dann bleibst du da. Dann nehmen wir jetzt vielleicht einfach mal Zubat mit. Ich wollte ja Barmelin noch tauschen, ich erinnere mich. Man entwickelt sich Barmelin. Ich glaube, Barmelin braucht noch ein bisschen. Level 26. Und wir haben dich, glaube ich, relativ früh auf Level 7. Ja. Ja. Wahrscheinlich, ich glaube, wir können Plaudergei hier sogar fangen. Von daher ist es, also in dem Spiel, von daher ist es eigentlich Verschwendung. Aber es soll mal egal sein. Soll mal egal sein, wir können uns auch einfach noch einen Barmelin fangen. Du bist der Falsche. Nein, du bist auch der Falsche. Wo war das? Oh, ich hätte sogar von hier aus machen können. Das ist ja lustig. Alles Gute, Benjamin.
Dafür haben wir jetzt einen Plaupa. Okay, zumindest hat es auch einen Spitznamen. Kümmere dich gut um Plaupa. Na klar. Es kann die menschliche Sprache nachahmen. Sammeln sich mehrere an einem Ort, lernen sie alle dieselben Wörter. Oh, wie süß. Wie süß. Ja, Wahnsinn, ein Wärmelin. Ich werde ganz, ganz lieb zu ihm sein. Oh, kümmere dich bitte gut um meinen Plauderguy. Na klar. Der Name ist zwar jetzt nicht so krass, aber ich werde mich super gut um es kümmern. Versprochen. Oh, es hält sogar was. Eine Beere. Die Yonago-Beere. Oh, Yonago-Beeren sind meine Favoriten. Die saven AP, wenn ich mich nicht täusche. Also, die nehmen AP. Und, das war nicht, was ich wollte. Die nehmen, stellen AP von einer Attacke wieder her. Davon habe ich mal über 200 gehabt, weil ich die echt wie verrückt gezogen habe und so gezüchtet habe. Das war lustig. So. Gut. Lanas PC. Ich würde gerne jetzt dann trotzdem Sadie mit ins Team nehmen. Ja, ich weiß nicht, wann sich Sadie entwickelt. Oder ist das eine Level 40 Entwicklung? Es kann sein, dass Zubat eine Level 40 Entwicklung ist. Gab's doch ein paar. 22. Ne, dann ist alles gut. 22 ist okay. Ich muss da jetzt ein bisschen gucken, weil so bei ein paar Pokémon bin ich mir nicht mehr sicher. So, okay. Dann machen wir weiter in Team Galactics Revier. Aber nicht mehr heute, sondern übermorgen wahrscheinlich, wenn ich wirklich den 2-Tages-Rhythmus einhalte. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!